So, wo bist du? Jo, das passt dann noch. Jo, jawohl. Herzlich willkommen zu diesem neuen Schalke Update Live Talk. Heute spreche ich mit Schalker Botschaft. Zum einen natürlich über die PK. Heute gab es die erste PK-Pressekonferenz mit unserem neuen Trainer Christian Groß. Ja, wir wollen so ein bisschen mal in die Analyse gehen, was uns der Mann bringen kann oder auch nicht. Und ja, danach sprechen wir über das vergangene Jahr. Und zwar habe ich das aufgeteilt in vier Teile. Und zwar werden wir ab 19 Uhr circa werden wir darüber sprechen, über die Monate Januar bis März, weil es war ja wirklich verdammt viel los dieses Jahr. Genau. Und ich sehe schon, die ersten kommen rein. Fabre, moin, schön, dass du mit dabei bist. Revo, Michael, Marcel, Mojav. Und Fall nach oben ist auch mit dabei. Schalke wieder eine Reaktion zeigen. Genau, da hoffen wir doch mal drauf. Okay, und ja, Andreas ist mit dabei. Cool, dass du mit dabei Ja. bist, Andreas. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Hallo und Glück auf an alle. Ich hoffe, Gerne, ihr habt das gerne. Weihnachtsfest alle gut überstanden. Genau. Hast du es gut überstanden? Wie hast du Weihnachten verbracht? Eigentlich gar nicht großartig. Also Heiligabend zu Hause auf der Couch mit der Frau und dann am nächsten Tag sind wir rüber zu den Schwiegereltern und den Kindern und haben da Hamda. gegessen und gespielt und Bescherung gemacht. Aha. Und das war's dann auch. Okay, Ja. okay. Jo, ganz ruhig und entspannt. Ja, war bei mir auf Ja. jeden Fall auch. Genau. Okay, ja, lass uns mal über die PK sprechen. Und zwar Christian Groß. Ich sag mal, wie war so dein Gesamteindruck von ihm? Was kannst du mir über Christian Groß sagen? Also er war sehr entspannt, ja. Also typisch schweizerisch entspannt. Ich bin jetzt ein bisschen, muss ich mich zurückhalten ja auch mit irgendwelcher Kritik, denn so wie es scheint, hat Huub Stevens, der war ja zur Verstärkung auch da, hat er ihn auch auf der Liste gehabt. Also ist der Meinung, dass das super passt. Und selbst Rudi Assauer hatte Kontakt zu ihm und war in Zürich in der Schweiz zu Gesprächen. Und es ist dann aber nicht zum Vertrag gekommen. Also wenn die beiden der Meinung sind, dass das passt, dann werde ich einen Teufel tun und irgendwas dagegen sagen. Ja. Genau, das hat er heute auf jeden Fall gesagt. Rudi Assauer war schon mal in Zürich wegen ihm. Und außerdem hat er sich auch schon mit Tönnies und Held getroffen, ne? Genau, und die Geschichte kennt wohl der Huub Stevens kannte die Geschichte einfach noch mit Rudi Assauer. Fand ich auch überraschend auf jeden Fall. Ja. Und wie du schon sagst, also ich fand ihn ja wirklich kernentspannt, ne? Also Ja. unfassbar ruhig, wie er sich da einfach hingesetzt hat. Und da, aber wie gesagt, wie du schon richtig sagst, ne? Schweizer Gemütlichkeit, absolut. Ja, absolut. Und gut, also das Problem ist ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit, als irgendwas irgendwo hinein zu interpretieren und halt auf die Gesichter zu schauen. Und von daher muss ich sagen, okay, kann natürlich sein, jetzt, dass genau das richtig ist. Ja, Zuckerbrot und Peitsche, dass er nach außen hin ruhig, gelassen, und das braucht der Verein ja auch. Allerdings braucht der Kader eine etwas härtere, diszipliniertere Führung. Alles, was wir sagen oder was ich sagen kann, ist, ja, das hört sich gut an. Schau mal, was passiert. Denn es kann auch nach hinten losgehen. Ja? Wenn er also zu streng mit den Leuten ist, dann fangen vielleicht einige von den jungen Burschen an zu weinen und wollen gar nicht mehr. Oder er ist halt eben zu lasch, dann funktioniert auch nicht. Also ich kann ja nur abwarten. Sympathisch ist er. Er ist ein sympathischer Kerl und ich glaube, er weiß, wovon er spricht. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Die Frage ist nur, kriegt er wirklich den Verstand in die Mannschaft rein? Ne? Das wissen wir einfach beide nicht. Insofern, ich würde das jetzt auch einfach mal als schöne PK letztendlich abtun. Das war sie bei Manuel Baum, finde ich auch.
Insofern, ja, hat sich wirklich gut präsentiert, wirklich. Also muss ich sagen, hat er wirklich top gemacht. Aber mehr können wir, glaube ich, in Zukunft können wir jetzt da noch nicht zu sagen. Nein, also ich hätte mir ein bisschen, okay, also wenn ich jetzt dagegen schießen wollen würde, dann könnte ich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr Esprit und Feuer gewünscht. Vielleicht, dass er auch mal sagt, ja, vielleicht muss dem mal einer in den Hintern treten, oder? Aber Genau. das kann man ja, heutzutage geht das ja nicht mehr, ne? Dann hagelt es ja sofort, was weiß ich. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann ja nur positiv sein. Ja, ansonsten, ja, was willst du Ja, machen? ja. Ich fand die Presseleute, die Journalisten fand ich auch wieder gut, ne, was sie für Fragen gestellt haben. Also, hast du das mitbekommen? Man nennt sie der Polizist. Liegt das daran, dass sie so viel Ja. Disziplin haben? Antwortet er mit: Man nennt mich gar nicht der Polizist, sondern mein Vater, der ist Polizist. Aber meine Mutter, Ja. die ist Turmspringerin. Denke ich so: Was stellt ihr für blöde Fragen? Wirklich unglaublich. Ja, und weil die Mutter Turmspringerin war, muss natürlich der Christian sehr viel Mut haben, oder? Absolut, absolut. Das lesen wir jetzt da draus. Oder auch sind Ja. Sie ein Alpenmagat? Fand ich auch stark. Oh mein Gott, das ist so Bildzeitung. Oh Gott. Der Alpenmagat, ja. Schmeißen Sie mit Medizinbällen oder mit Käserondellen, ja, oder? Genau. Einfach mal ein paar gute Fragen stellen auf der Ja, PK. Hammer. Genau. Und Steiner hat sich auch wieder einfach rausgeredet. Und werden denn Investitionen gemacht? Was wird denn getan? Und Schneider, wir werden machen, was in unseren Möglichkeiten steht. Ja, das ist toll. Das ist der Genau. typische Politiker. Also, wenn Sie es beim Ja. Fußball da nicht machen, dann können Sie Politiker werden. Das stimmt, das stimmt. Das kann Schneider wirklich gut. Ja, das stimmt. Ja. Okay, ich sehe, es Ah sind ja. noch echt einige jetzt auch in den Chat mit reingekommen. Agabus möchte ich nochmal begrüßen. Elmar, Alex, Andy, Christian, Aki, Mojav. Oh, Mojav spricht auch gerade was sehr Gutes an. War gut, dass er direkt gesagt hat, dass Bentaleb keine Chance bekommt. Direkt eine klare Antwort und Linie. Stimmt, ist gegen Ende Das auch gefallen. fand ich auch gut. Na, der ist nicht dabei. Ja. Ja. Also kein Wischiwaschi jetzt in dem Sinne, sondern ganz klare Linie jetzt gefahren. Finde ich gut. Soll ich, Kesti, hier eine Frage, soll ich da dann hin und wieder einfach mal darauf eingehen, wenn jemand mich direkt was fragt, oder soll ich mich zurückhalten? Absolut, tu es. Du kannst dich, du fühl dich frei. Tu so, als ob es dein eigener Stream wäre. Also, der Darian fragt, ob ich eine Ausgliederung für eine gute Idee oder nicht halte. Ich halte es für nicht für eine gute Idee, weil ich A-Tradition hatte. Man wird das merken. Ich kenne nicht jeden. Es gab bei Schalke eine Zeit, da kenne ich jeden Spieler. Dann habe ich mich davon entfernt, was viele Fans auch tun, weil die Identifizierung fehlt. Also kenne ich manche Spielernamen, habe ich noch nie gehört. Ja, weil die ja, die haben ja auch nie gespielt. Ich bin also sehr ein Traditionalist. Das heißt, Schalke ist in meinem Herzen und ich möchte, dass es auch so bleibt und schön bleibt und was weiß ich. Eine Ausgliederung würde kurzfristig helfen, aber nicht auf lange Sicht und würde nur dazu beitragen, dass die Bundesliga, so wie RB Leipzig es vormacht, zu einer reinen Unterhaltungsindustrie wird und nicht mehr zu irgendwas, was mit Tradition oder Lebensart zu tun hat. Okay, also ganz Zu viel klares Kaffee. Nein. Okay, Nein. sehr gut, sehr Nein. gut. Okay, dann glauben wir, er kann der Richtige sein, fragt Darian. Oh, das ist ja wieder so eine Frage. Das weiß keiner, das können wir nicht einschätzen, Darian. Ich will die Frage jetzt auch mal für dich mit beantworten. Das weiß Das keiner. muss mehr politisch antworten. Glauben wir, dass er das Richtige sein kann? Da können wir klar sagen, ja. Ja, stimmt. Im Er Konjunktiv geht kann. alles. Im Konjunktiv Kann ist aber auch alles nicht. möglich. Kann aber auch nicht. Genau.
Also, ich muss dazu sagen, ich finde, er hat sich heute wirklich sehr, sehr gut präsentiert und längst nicht so gut, wie ich es erwartet habe. Also, längst nicht so schlecht, wie ich es erwartet habe. Also, wirklich, war eine gute PK. Was ich auch besonders gut fand, muss ich dazu sagen, war Huub Stevens einfach. Also, Huub Stevens hat einfach auch nochmal wirklich Geschlossenheit auch gezeigt, auch ich finde auch Loyalität gegenüber Jochen Schneider und gut, jetzt kann man sagen, vielleicht ist er dem Falschen gegenüber loyal, wie auch immer, aber letztendlich Loyalität ist was sehr Wichtiges und das brauchen wir auch auf Schalke und ja, er hat auch direkt gesagt, jawohl, das ist genau der richtige Mann für Schalke und solange der Verein nach außen hin geschlossen auftritt, muss ich schon sagen, finde ich das gut. Ja, genau, alles andere, ob Christian Groß tatsächlich der Richtige ist, du, das weiß nicht mal ein Huub Stevens oder ein Jochen Schneider, aber nach außen hin hat das sehr gut ausgesehen heute. Ja, hat es. Obwohl ich muss so ein bisschen sagen, dass der Huub Stevens da saß, erinnerte mich so daran, wenn man früher in die Schule nicht in eine Pause wollte, weil man Angst hat von dem einen Typen, der einen aufs Maul haut, dann hat man immer seinen großen Freund lieber mitgenommen. Und Huub Stevens war Stimmt. so laut, nein, ich habe das abgesegnet, also benehmt euch. So, Genau. der stand der stand ja da zur Seite. Genau. Ich fand's auch, ich fand's klasse, dass er da war. Ja. Es war ähnlich, fand ich, wie mit Naldo, ne? Dass man Naldo dabei geholt hatte als Co-Trainer für Manuel Baum. Es war im Endeffekt ja auch nicht deswegen, weil Naldo der allerbeste Co-Trainer ist, sondern einfach deswegen, weil man den Trainer Manuel Baum verkaufen wollte. So ähnlich habe ich das heute auch gedacht mit Huub Stevens. Ja, aber gut, man könnte ja nachforschen, ne? War es wirklich so, dass man sich schon mit Groß getroffen hatte, selbst Assauer? Und wenn das stimmt, dann Ja, das wird ja. stimmen. Das wird stimmen, sonst wird es, glaube ich, nicht. Sonst würde das, glaube ich, nicht behauptet werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich sowas Ja, ausdenkt. Das glaube ich ich nicht. hoffe. Ja, gut. Ja gut, dann hat er noch gesagt, ja, dass die Ansprache an die Spieler natürlich entscheidend sein wird. Die Mannschaft, da habe ich einen Moment kurz gedacht, also das wirkte so ein bisschen naja, von außen diagnostiziert, so aus der Schweiz mal auf den Fernseher geschaut und dann hörte sich das so ein bisschen an, ein bisschen seltsam an. Die Mannschaft sollte geschlossener auftreten, die Mannschaft sollte mutiger sein, hat er dann gesagt. Natürlich, klar. Also da fand ich kurzen Moment, ja, vielleicht ist er noch einfach noch nicht so tief in Schalke 04 drin. Hat er ja auch ein bisschen anklingen lassen. Ja, stimmt. Außerdem ist es ja Standard. Ich meine, das weiß ja mittlerweile jeder, ne? Ja. Ja, die Mannschaft ist keine Mannschaft im Augenblick und hat Probleme, mit stolzer Brust auch mal was zu wagen. Das weiß jeder. Also ja, das war halt, die Presse hat gefragt, was die Presse fragen muss, zu jeder Pressekonferenz. Und die Antworten sind auch dieselben. Mit einem verschiedenen Dialekt und vielleicht einem ein bisschen anderem Ausdruck, aber generell ist es, das ist ja dasselbe. Es ist ja auch dieselbe Situation. Was sollen sie auch sagen? Ja, ist so. Ist so. Das stimmt. Okay. Fand ich aber auch interessant, dass sie vor 3 Wochen schon wirklich mit Groß auch gesprochen haben, ne? Das Ja, fand ich auch krass. das hat mich auch gewundert. Und vor allen Dingen, dass Christian Groß das auch einfach so offen gesagt hat, ne? Normalerweise, das ist dann eigentlich auch wieder so ein Moment, wo du irgendwie diese politische Antwort dann erwartest, so nach dem Motto, ja, was geht euch das an? Das sind Internas, aber ne, Groß sagt einfach, ja, vor 3 Wochen. So, fand ich gut. Fand ich gut. Fand ich auch gut, also schön offen. Ich lese ja auch so ein bisschen mit, so das ist schon richtig. So manche Leute, es ging noch mal um die Ausgliederung. Entschuldigung, ich wollte jetzt Ja. nicht dazwischenfahren. Es gibt also Cool. Gladbach und Köln ausgegliedert und es ist natürlich richtig. Es kann hinhauen, dass man seine Identität da nicht verliert. Aber man muss auch, wie der Kästi auch schon sehr oft gesagt hat, man darf nicht vergessen. Das Geld, also erstmal muss man auch Investoren finden, die wollen. Und dann kommt das aber auch nur einmal.
Und dann ist man ausgegliedert und dann gibt es kein Zurück mehr. Also es ist nicht so eine ganz so eine einfache Sache, aber was meinst du, Kesti? Also ich bin da nicht so der Fan. Absolut. Und Felsenmeer sagt ja auch selber schon, Köln und Borussia Mönchengladbach haben inzwischen auch ausgegliedert, ohne meines Erachtens nach ihre Identität zu verlieren, haben ihre Anteile, und da jetzt kommt der große Haken, haben ihre Anteile allerdings auch nicht an Investoren verkauft. Ja, genau, die haben ausgegliedert, aber gar kein Geld dadurch eingenommen. Also das ist gar nicht ein Weg für, kann gar kein Weg für Schalke sein, weil dann bleiben wir weiterhin auf unseren Schulden sitzen. Also wer nur eine Ausgliederung wirklich haben will, der Ausgliederung wegen, ohne tatsächlich dann auch Geld mit einzunehmen durch eine Ausgliederung, der möchte, glaube ich, wirklich einfach das, hat ja auch seine Berechtigung, vielleicht Entscheidungswege einfacher werden auf Schalke. Das heißt, dass weniger Mitbestimmung da ist seitens der Mitglieder. Das kann man machen. Aber naja, wird das Schalke wirklich gerecht? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also wie gesagt, der einzige Weg jetzt aktuell, warum wir, oder der einzige Grund, warum wir über eine Ausgliederung nachdenken, ist einfach, um unseren Arsch zu retten finanziell. Und ja, deswegen bei Borussia Mönchengladbach, speziell bei Köln hatte ich es jetzt gar nicht mal so auf dem Schirm, aber bei Borussia Mönchengladbach, die haben halt ausgegliedert, ohne die Anteile zu verkaufen. Ja, was haben wir denn nachher davon? Außer weniger Mitbestimmung durch die Mitglieder. Es ist. Ja, ist halt so, wenn die kostbare Vase von der Oma, die schon immer in der Familie ist, und jetzt hast du mal zwei, drei, vier Situationen, wo du keine Kohle mehr hast, willst du wirklich die kostbare Vase von der Oma verkaufen? Die ist dann weg. Und das Geld hilft ja auch nur einmal. Es ist die Frage, es ist echt die Frage, ob das. Und auch, selbst wenn wir jetzt auf einmal einen Geldregen hätten, ja, wird der uns auch nicht helfen. So richtig. Denn ich weiß gar nicht, ja doch, Wintertrans. Ach, ich weiß es nicht. Als Traditionalist will ich, weißt du, lass uns mal alles vergessen. Champions League interessiert mich nicht. Nations Cup, dieser ganze Quatsch interessiert mich nicht. Ich, von meinem Herzen her, würde ganz gerne wieder haben, dass wir uns auf zwei Dinge fokussieren. Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal und Nationalmannschaft. Der andere Kram interessiert mich nicht. Das ist nur Geldmacherei. Ja, dann kann man aber sagen, dann können wir aber nicht mehr mithalten im Weltfußball von der Qualität her. Es ist eine echte Scheißsituation. Der Großkapitalismus, und jetzt höre ich mich schon wieder an wie so ein Sozialist, aber der Großkapitalismus macht alles, was traditionell ist und Spaß macht und einem wirklich am Herzen liegt, macht der Großkapitalismus kaputt. Und das gilt auch für den Fußball. Oh Gott. Es sind große Worte jetzt, sehr große Worte. Aber natürlich, alleine die Champions League-Gelder haben einfach so krass die Bundesliga gespalten. Und seitdem wir halt nicht mehr mithalten können in der Champions League, sind wir halt auch hinten dran. Das ist einfach das Problem. Also wenn, sobald Schalke 04 in der Vergangenheit die Champions League nicht erreicht hat, also das führt zu einer riesen Schere innerhalb der Bundesliga. Und ja. Insofern, das sind einfach die Auswüchse, die es dann in der Bundesliga tatsächlich auch gibt. Ja. Bam, 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 bam. Ich habe. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Fußballwissen hat gerade 3 € gespendet. Sehr cool. Dankeschön. Herzlichen Dank. Sehr cool. Okay, also Investoren erhöhen die Verbindlichkeiten nicht zwangsläufig. Siehe RB Leipzig. Investitionen gleich Eigenkapital, mal so eben 100 Millionen letztes Jahr. Wie Ist ja gesagt, richtig, also nur was diese natürlich. ganzen, was diese ganze Debatte angeht, ich kann einfach nur sagen, ich wünsche mir, dass Schalke 04 weiterhin gemeinschaftlicher Club bleibt. Das heißt, dass wir keinen Investoren reinbekommen, der das alleinige Sagen hat. Oder auch keine zwei oder drei Investoren, weil es im Endeffekt auch wieder zu
zum Gleichen führt. Das heißt, irgendwann möchte der eine seine Anteile loswerden, dann sagt der andere, ach, die übernehme ich jetzt mal. Und dann irgendwann hast du wieder eine ganz große Meinungsmacht auf Schalke. Das möchte ich nicht. Wenn tatsächlich ausgegliedert werden sollte auf Schalke, aus irgendwelchen Gründen, das heißt, Schalke 04 kann einfach ohne eine Ausgliederung vielleicht nicht überleben, wie auch immer, dann wünsche ich mir das so, dass sich jeder auch daran beteiligen kann. Jeder. Genau, und wenn es dann ja bei den ganz sozial Schwachen dann tatsächlich über irgendwelche Gutscheine ist oder was weiß ich nicht, aber jeder sollte sich wirklich dran beteiligen können. Genau. Stimmt. Also ich möchte nicht, dass mir Herr Putin irgendwann vorschreibt, welche Cola wir im Stadion verkaufen oder welches Bier. Ja, genau. Oder eben sogar Meinungsmache, ja, dass also politische Meinungsmache mit dem Fußball gemacht wird. Sowas möchte ich einfach nicht. By the way, ich habe heute übrigens ein cooles Video aufgenommen. Das muss ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Werbung für machen. Und zwar mit Flo von One Football, ex-One Football. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Die, die es noch nicht gesehen haben, checkt das unbedingt mal aus. Und by the way, wir sind gerade 166 Leute im Stream. Danke dafür. Lasst gerne auch noch mal einen Daumen nach oben hin. Dann wird der Stream noch ein bisschen bekannter. Und ja, dann sind wir gleich noch mehr. Okay, da werden schon die Rufe so laut, ne? Wir brauchen wieder einen Macher an der Spitze. Geld bringt nur etwas mit den richtigen Leuten. Ist wahr. Die Frage ist nur, muss der Macher auch wirklich die Kohle selber mitbringen? Das wage ich nämlich zu bezweifeln. Auch ein Uli Hoeneß zum Beispiel, der hat ja damals auch, das ist ja kein Investor klassischerweise, sondern das ist ein Typ, der wirklich den Verein sukzessive aufgebaut hat. Oder ein Rudi Assauer, so, der hatte ja auch keine eigene Kohle. Ich sage, starker Mann, ja, braucht er viel Kohle? Eigentlich nicht. Es geht immer um gute Arbeit und die wird auf Schalke nicht geleistet. Das sehe ich zumindest nicht auf Schalke. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Ja. Identifikationsfiguren fehlen. Und das ist, wovon Schalke lebt. Also, ich sage das so oft, es wird langsam schon, habe ich das so, kommt es mir so vor, als wenn das immer wieder dieselbe Leier ist. Aber es ist ja nun mal so. Mit Assauer und Charlie Neumann, der gleich daneben an das Restaurant hat und dann sind die Leute nach dem Spiel dahin und dann, der hat Leute im Arm gehabt, die geweint haben. Der hat Leute, einfach, weiß ich nicht, das war so wie eine Familie. Und das Problem ist aber, dass sich natürlich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und wenn man die Einnahmen sich anguckt, ich würde ganz gerne mal wissen, wenn das möglich wäre, wie viele Einnahmen genau durch Zuschauer noch irgendwie generiert werden. Und wie viele Einnahmen eben aus China kommen, weil da irgendein Kanal die Rechte gekauft hat, ja, dann irgendwann macht der Zuschauer, dann macht der Zuschauer keinen großen Unterschied mehr, weil alles Geld kommt eh vom Fernsehen. Also du meinst, der Fan, der wird nicht mal unterschiedlich behandelt oder was? Der Fan ist eigentlich, macht er nichts mehr großartig aus, außer dass er im Stadion für Stimmung sorgt, damit es im Fernsehen besser Ach aussieht. so, okay, ja. Ja, ist ja wirklich so, ist ja wirklich so gefühlt. Das stimmt. Also gerade das ist ja letztendlich die große Sorge, wo die viele auch haben, gerade was die Mitgliedschaft bei Schalke 04 natürlich angeht. Im Zuge einer Ausgliederung, wie werden da wirklich die Rechte der Mitglieder tatsächlich auch beschnitten? Und man muss ja auch dazu sagen, die sind ja schon mal massiv beschnitten worden. So wie ich das zumindest im Nachgang jetzt so erfahren habe. Also angeblich sind die ja in den 90ern, glaube ich, unter Rudi Assauer schon mal das erste Mal wirklich beschnitten worden. Damals ist der Aufsichtsrat erst eingeführt worden. Ich weiß nicht, kannst du dich da vielleicht noch dran erinnern? Oder? Der dann als sozusagen als Buffer Genau. zwischen der allgemeinen Meinung und den Leuten, die tiefer im Geschäft sind, damit man die Entscheidung halt vereinfacht, aber auch oder den Workflow, den Entscheidungsweg vereinfacht und verschnellert und ja, und dementsprechend auch filtern kann. Ja, Was genau. ja auch, also wenn man böse ist und ein Demokratiefeind, kann man ja auch sagen, also wie in den USA, wenn ich gesagt habe,
Also ein simpler Geschichtstest muss absolviert werden, bevor ich meine Stimme abgeben darf. Dann hätten wir den Trump auch nicht. Aber es ist halt immer so eine Sache. Ja. Also wie gesagt, das sind dann immer so Tendenzen, wo ich sage, okay, das ist zum einen schwierig, zum anderen aber auch verständlich, eben um Entscheidungswege zu vereinfachen. Das ist schon so. Genau. Ja, also wenn du mit deinem Verein in einer, nehmen wir mal an, wir hätten nur noch RB Leipzigs um uns herum, die alle von hochqualifizierten Supermarketing-Agenten und was weiß ich was geführt werden, wo es nur noch ums Geld rein, nur noch darum geht, um Geld zu produzieren, dann wird man es schwer haben als traditioneller Verein, der von Leuten mit Herz geführt wird. Denn leider kann Herz in einem kapitalistischen System, da ist kein Platz für Herz. Ja. Okay, also in dem rein kapitalistischen, ne? Da sind Ja. wir noch nicht ganz so weit. Ich weiß nicht, wie weit das bei euch in Amerika ist, wahrscheinlich deutlich weiter. Aber Schlimm. Es ist schlimm. Ganz ehrlich. Okay. Finde ich. Ja. Können wir uns ja nochmal ein andermal nochmal tiefer drüber Ja, unterhalten. ja, Interessiert mich auf ja, jeden Fall sehr, wie das in Amerika ist. Okay, bam, 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 bam. Ich bin mit 15 kein Mitglied. Ist das schlimm? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Du musst auch nicht Mitglied sein. Das ist nur die Frage, ob dir das persönlich wichtig ist. So, eine Mitgliedschaft muss auch kein Fan unbedingt machen. Das ist einfach jeder, wie er will. Jeder, wie er möchte. Genau. Okay, ja, wir können schon fast in die Rückschau gehen. Ich gucke gerade noch mal nach, was der Groß sonst noch gesagt hat. Ach so, eine wichtige Info auch noch, also der Wechsel von Weston McKennie, der ist noch nicht durch gewesen. Das auch noch mal so als Information, das hat Jochen Schneider jetzt noch mal gesagt. Die Italiener haben darüber berichtet, dass der Wechsel schon durch sei, ist aber nicht. Also es gibt da nach wie vor, hätte mich auch gewundert, weil es gibt da nach wie vor eine Kaufpflicht, und zwar sobald Juventus die Champions League erreicht. Genau. Wenn ich nur kurz, wie ich Deutsch gelernt habe, also bis ich 36 war, ich bin Deutscher und bin dann in die USA, deswegen kann ich Deutsch. Und zu RB Leipzig, das ist nur ein Beispiel. Ich will nur nicht, dass alles verplastikt wird. Ich könnte vielleicht auch, und du hast recht, Schalke hat genug Zeit gehabt, sich zu positionieren. Was mich an RB Leipzig stört, ist der Weg, wie sie von einem Nichts zur Erstligamannschaft wurden. Der Weg ist einfach nicht sportlich fair, meiner Meinung nach. So viel nur dazu. Ja, genau. Leipzig hat doch sagenhafte 9 Mitglieder, sagt Felsenmeer. Das ist doch was, genau. Sind alle bei der Red Bull GmbH, also kein Spaß, sind alle bei der Red Bull GmbH angestellt und zahlen einen Monatsbeitrag, den die Red Bull GmbH dann natürlich auch übernimmt in Höhe von sehr viel Geld. Ich weiß nicht genau den Betrag, aber ist auf jeden Fall schon, ja, ne? So muss man es dann machen, ne? Wenn man die Gesetzeslücken sucht. Ist fragwürdig. Also immer mehr amerikanische Verhältnisse. Wie gesagt, in der MLS, um in der ersten Liga hier zu spielen, alles, was du brauchst, ist Geld. Dann kaufst du dir deine Lizenz, kannst doch nicht mehr absteigen, genau wie im American Football. Einmal eine Lizenz gekauft, die auch immer schön bezahlen, kannst du nicht absteigen. Wenn man das so will, toll. Ich finde es richtig öde. Aber die Amerikaner sind aber auch ein anderes Publikum, oder? Die identifizieren sich gar nicht so richtig damit, sondern das ist eher so wie eine Oper, die dann besuchen, oder? Also wie ins Kino gehen. Also beim Profisport, ja, es ist dann anders, wenn es, also ich glaube, dass schon der Wille da ist, etwas zu haben, an das man sich festhalten kann. Deswegen ist der College-Sport auch so groß. Also College-Football hat mehr Zuschauer und mehr Enthusiasmus dabei als der professionelle Sport, weil die Ja. Colleges eben diese Tradition haben und der professionelle Sport. Wie damals die Cleveland Browns einfach oder andere Vereine, die kann man eigentlich hier nehmen und sagen, okay, wir nehmen die jetzt aus Cleveland weg und tun die nach Atlanta, denn Ja. das ist eine Firma und die kann ich transferieren überall hin, wo ich will, macht nichts. Ja.
Ganz, ganz wild, wie die Amerikaner das handhaben. Aber alles, was jetzt so neu entsteht, ne, jetzt zum Beispiel auch im E-Sport, das muss ich jetzt noch mal kurz, oder will ich jetzt noch mal kurz sagen, das sind schon, also wenn es neue Sportarten gibt, jetzt so wie zum Beispiel im E-Sport, wo Schalke ja auch dran beteiligt ist, die organisieren sich alle so. Also, ja, keine Ahnung, scheint modern zu sein auf jeden Fall. Beziehungsweise praktisch einfach zu sein, wenn man einen Verein mal schnell abstoßen will oder sowas. Also ja, sowas entwickelt sich nicht mehr klassisch durch Vereine, wollte ich damit sagen. Auch der Ja. E-Sport nicht. Ja, richtig. Deswegen kommen ja die meisten Spieler, die gut sind, die nach Deutschland dann kommen oder so, die kommen halt entweder von Highschools oder von Colleges. Da werden die entdeckt, denn die eigenen, die Vereine selber haben eigentlich oder haben mehr so eine vorgeschobene Jugendarbeit. Die machen das. Die sind da nicht so sozial engagiert. Ja. Okay, Leute. Erst einmal danke an Prosper04 für die Kanalmitgliedschaft. Sehr cool, schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr. Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt haben wir noch den Jahresrückblick. Und zwar, wir fangen an. Also, wir sprechen heute über das vergangene Jahr und zwar sprechen wir über die Monate Januar bis März. Und ich fange da jetzt einfach mal an. Und zwar mit den Transfers. Wir gucken mal auf jeden Fall, worüber wir da tatsächlich auch sprechen können. Also am 3.1. ist erstmal veröffentlicht worden, dass Skripski an Düsseldorf ausgeliehen wird, dann Marc Uth an Köln ausgeliehen wird und schon im Vorfeld ja, Michael Gregoritsch zu Schalke 04 gewechselt ist. Der ist ja zu einer Laie auch mit einer Laie dann nach Schalke gekommen. Und ja, also jede Menge Laien auf jeden Fall. Auch Jean-Claire Todibo ist dann gekommen von FC Barcelona. Ja, auf jeden Fall fast nur Laien bei uns. Wie hast du das gesehen? Also es ist böse gesagt, ist es halt ein Baustein, um einen Verein auseinanderzunehmen. Man hat, je nachdem, man braucht die und die und die, dann hole ich mir von da und da und da die Leute. Ob die jetzt zu Schalke passen oder ob die sich mit dem Verein identifizieren, spielt keine Rolle. Gut, geschäftlich gesehen müssen sie einfach nur gute Leistung bringen. So wie ich das sehe, haben sie das aber nicht. Also ein zweifaches Minus. Keine Bereicherung und hat gekostet. Das stimmt auf jeden Fall. Wobei man muss ja auch ganz klar dazu sagen, der Verein ist ja jetzt aus finanziellen Gründen einfach dazu gezwungen, Laien zu machen, ne? Es geht gar nicht mehr anders. Also das finanzielle Risiko ist ja viel zu hoch. Jetzt nehmen wir mal an, die hätten. Okay, Michael Gregoritsch, der hätte vielleicht noch nicht das meiste gekostet, aber an Jean-Claire Todibo, der hatte einfach mal eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen. An solche Spieler kommst du ja gar nicht mehr dran als Schalke 04. Was soll ich da sagen? Also ich meine, als Traditionalist würde ich machen, ja gut, dann muss mal einer loslaufen und sich die Fußballplätze im Ruhrgebiet angucken. Da ist das Ruhrgebiet. Wir haben das Schöne am Ruhrgebiet. Wir haben, und es ist völlig egal, Türken, Griechen, Deutsche, alle treffen sich, noch nicht alle, aber viele treffen sich auf diesen kleinen Fußballplätzen und spielen und wollen und die Knappenschmiede haben wir auch. Also es muss doch dann irgendwo, wir produzieren ja, aber dann wird immer gleich verkauft. Also man muss sich mal darauf besinnen, einen schwierigeren Weg vielleicht zu gehen, die Leute selber auszubilden, anstelle dann einfach nur rumzurennen und kurzfristig Leute zu holen, die passen könnten. Ob die funktionieren oder nicht, ist genauso wie hier wie Facebook. Ich kann eine kleine App entwickeln, dann kommt Facebook, sagt, ich kaufe dir für 15 Millionen oder was weiß ich. Ob die funktioniert, macht nichts, aber die Tendenz, dass es funktionieren könnte, ist gut, also kaufen Sie es. Wird dann aber weggeschmissen, falls es nicht ganz so funktioniert. Genauso ist das da auch. Das sind so diese kleinen, schnellen Reaktionen. Und auf lange Sicht funktioniert das nicht. Okay, also hier auch wieder der Wunsch nach mehr Jugend auf jeden Fall. Ja, absolut nachvollziehbar. Die Frage ist nur,
worauf ich so ein bisschen auch hinaus wollte, jetzt aktuell so ein Jochen Schneider zum Beispiel oder ein Michael Reschke dann auch in der Vergangenheit, die hatten ja wirklich keinen Spielraum mehr. Denen ist ja kein Spielraum auch mehr gelassen worden von den Vorgängern, finde ich. Also mu muss man wirklich sagen. Also bei aller Kritik, die wir immer an Schneider auch haben, da ist richtig viel in der Vergangenheit schiefgelaufen. Die Misswirtschaft, also wenn ich Rudi Assauer noch in dem auch mein Lieblings-YouTube-Video ist der Audi Star Talk da, wenn ich ihm recht gebe, dann hat er genau gesagt, zu meiner Zeit waren wir an einer Stelle, wo es sehr gut aussah, aufgeblüht ist und dann kam die von Tönnies angestoßene neue Philosophie, die gesucht werden sollte. Sprich, in meiner Ansicht nach war das dann der Plastikverein, wo es mehr um Einkommen als um alles andere geht. Und dann hat man genau dahin investiert. Nur hat man es dann nicht geschafft, in die Region vorzustoßen, wo das große Einkommen kommt. Dann ist die Blase geplatzt. Ja, genau. Okay, also das war so zu Anfang. Ja, Marc Uth hat sich natürlich gelohnt, für ihn nach Köln zu gehen, beziehungsweise hat sich gelohnt für Köln, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Ey. Der hat eine Bombensaison bei denen gespielt. Und ja, wir haben im Gegenzug dann Michael Gregoritsch geholt, dem ich jetzt nicht zu nahe treten will. Aber ja, auch da wieder Fehler en masse. Ja. Ja, So. absolut. Also, und das Problem ist natürlich auch, da hat man dem Uth mal eine Chance gegeben in Köln und der fühlt sich ja auch oder hat sich in Köln richtig, richtig wohl gefühlt. Er wollte auch nicht wirklich zurück. Genau. Trotzdem kämpft er. Jetzt ist er verletzt, aber trotzdem muss ich sagen, war Uth noch einer der Spieler, dem mir am meisten gefallen hat nach seiner Rückkehr, obwohl er nicht zurückkommen wollte. Das heißt schon was. Ja. Okay, dann am 4.1. hat Bayern München den Wechsel von Alexander Nübel bestätigt. Genau, und im gleichen Zeitpunkt wurde Omar Mascarell dann Kapitän, von Schalke 04. Was sagst du zum Nübel-Wechsel? Ganz ehrliche Antwort ist mir Latte. Der versaut sich seine eigene Karriere da. Also ich fand den jetzt nicht so, also ich habe den jetzt nicht auf so ein Riesenpodest gestellt, ganz ehrlich gesagt. Ich habe dann lieber eine Ralle im Tor oder jetzt selbst der Renault, glaube ich, wird mehr bringen. Und nach Bayern gehen. Mit Torwarten, die nach Bayern gehen, habe ich so mein Problem. Und sich dann da noch auf die Bank setzen. Aber okay. Bitte sehr. Jeden das Seine, jetzt muss man so sagen. Ne? Ich fand es aber schon echt enttäuschend und vor allen Dingen so unnötig. Das ist der unnötigste Wechsel, von dem ich jemals gehört habe, wirklich. Also unfassbar. Ja, vielleicht, ich weiß dann jetzt, ich weiß nicht genau, wie viel Bayern da. Ach nee, der hat gar nichts gezahlt, ne? Der ist ablösefrei gegangen. Ja. Ja. Ja, dann hat also noch nicht mal der Berater irgendwas bekommen, aber der kriegt frei Doch, vom Gehalt. doch. Also da gibt es ja ein schönes Handgeld, gibt es dann ja. Doch. Und Ja. außerdem sind die Berater ja monatlich auch an den Verträgen. Also wenn der schlaue Berater würde sich, glaube ich, so auf jeden Fall entlohnen lassen. Monatlich. Ja. Ja, dann haben wir ja einen Gewinner. Dann ist doch schön. Dann haben wir einen, der sich mit einem geschmacklosen Anzug noch einen schönen Cappuccino mehr leisten kann. Ja, ist doch Okay. klasse. Ja, genau. Ist doch schön. Wenigstens einer. Ja. Okay. Und dann Omar Mascarell wird Kapitän. Was sagst du zu Omar? Gefällt er dir gut als Kapitän oder was sagst du? Nein. Nein. Okay. Nö. Für mich ist das kein, weiß ich nicht. Gibt doch dem Ralle da die Kapitänsbinde. Oder weiß ich nicht. Irgendeiner, der die Mannschaft zusammenhält. Haha.
Ja, Fährmann war ja wieder groß in der Bildzeitung, ja. Der hat ja auch mal früher Currywurst kommen lassen für alle, Ja. die dann auf die Laktatwerte eingewirkt hat, natürlich, wegen der Phosphate. Aber ist ja egal, es geht ja um den Teamgeist. Da hat er alles mal gemacht, ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Aber Mascarell habe ich nicht, verstehe ich nicht. Dann würde ich eher hier dem, ach du großer Gott. Stambouli finde ich noch irgendwie. Ja, sehe ich als größeres Verbindungsglied als Mascarell, aber. Okay, ja, Mascarell hat einfach die Schwierigkeit, dass er nicht gut genug Deutsch sprechen kann. Ne? Das ist das Ding. Was ich. Ja. Ja, ist doch so. Ist doch so. Das Problem ist, oder was wir ihm wirklich zugutehalten muss, er tut alles dafür. Er ist gerne Kapitän. Er identifiziert sich auch voll und ganz mit Schalke 04. Das kann man ihm wirklich nicht unterstellen, dass er da irgendwas schleifen lässt oder so. Das Einzige ist halt nur, wie gesagt, er kann sehr schlecht Deutsch reden. Das heißt, vor den Presseleuten sieht er immer schlecht aus, meiner Meinung nach. Zum anderen, immer hat er auch nicht gekämpft, finde ich. Also ich finde, die jetzt aktuell wirklich kämpfen, das sind Uth, dem du aber auch keine Kapitänsbinde geben kannst. Serdar ist es jetzt aktuell wieder, der sich vielleicht dafür qualifiziert, auf jeden Fall, also sportlich gesehen auf jeden Fall, Stimmt. Ja. aber ja, auch oft verletzt halt. Ne? Und bei Stomboli, ey, der hatte zu Anfang, hat er so schlecht gespielt in der Saison, deswegen ja, ganz schwierig, Kapitänsfrage auf Schalke, finde ich. Auch Fährmann, die, die ihn aktuell kritisieren, kritisieren ihn ja wirklich dafür, dass er viel zu passiv ist, sich viel zu viel zurückhält. Und da muss ich mittlerweile, muss ich denen da aber auch wirklich recht geben, weil ja, bei allem Fan-Dasein von mir muss ich auch sagen, da muss mehr kommen von Ralle. Sportlich gesehen super, aber er muss wieder mehr den Mund aufmachen. Ja, aber das ist aber auch ein Problem, dass wir keine Typen, also immer weniger wirkliche Typen haben. Nur noch diese Spieler, die funktionieren müssen und auf ihre Laktatwerte gucken. Es ist halt alles, ist auch wieder so ein Part, der mit dafür verantwortlich ist, dass die Persönlichkeit oder ja, der Charme von einer Mannschaft irgendwie kaputt geht. Wir haben keine richtigen Persönlichkeiten. Wo ist denn heute noch ein Lothar Matthäus? Also nicht, dass der ist jetzt kein, also ich bin kein großer Matthäus-Fan, aber der Typ hatte Charakter. So richtige Charakterspieler sind irgendwie, ja, das fehlt. Und das sind dann auch Wenige. normalerweise die Leute, die Kapitänsrollen übernehmen. Ja, da gibt es wenige nur von. Max Kruse ist einer für mich, finde ich. Ich finde den so geil, den Typen. Aber naja. Ja. Okay. Ja, kommen wir zum nächsten. Und zwar, das ist unser einziger Sieg dieses Jahr in der Bundesliga. Und zwar 2-0 haben wir gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Mit Serdar und Michael Gregoritsch haben damals getroffen. Gregoritsch hat sogar noch den anderen Ball aufgelegt für Suat Serdar. Wie hast du es erlebt, das Spiel? Ich hab's erlebt beim Gitarre üben, ganz ehrlich gesagt. Beim Ich Gitarre habe üben. dadurch, dass ich habe im Augenblick ja ein Problem, nicht mit meiner Liebe zu Schalke. Schalke werde ich immer lieben, aber ich habe meine Probleme, wirklich tief mich damit zu befassen. Also zu der Zeit besonders, jetzt mehr, weil einfach sich die Mannschaft oder ich mich von Schalke so sehr entfernt gefühlt habe. Da hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, dass eben Schalke davon lebt. Ja, also 90er Jahre, da kannte ich die ganzen, da kannte ich die Spieler, da bin ich, da habe ich mich da richtig für interessiert. Mittlerweile ist es so, dass ich gucke eigentlich nur noch Fernsehen. Ich weiß schon, dass der Fußball nicht sonderlich schön ist. Ich gucke nur noch, um mitzuverfolgen, dass sie bitte nicht verlieren, dass sie einfach nur vielleicht wieder irgendwas schaffen können. Und mit Gladbach war das auch so. Ja, klasse, haben gewonnen gegen Gladbach. Ich war auch mal in Gladbach, das ist aber schon 10 Jahre her. Oder mehr, 1995, 97, 98, 1998, ja, ach du großer Gott.
Ja, ist schön, aber leider auch das letzte Mal, dass irgendwas Schönes passiert ist, ne? Ja. Ich war im Stadion, war geil, war einfach geil. Wir sind da hingefahren und war einfach ein schöner, sauber herausgespielter Sieg. Schalke hat ja sowieso in der Hinrunde richtig gut gezaubert. Ich weiß, sie sind nachher auf Platz 4 oder was ge gewesen dann nach Ja. dem Spieltag. Schreibt gerne mal eben in die Kommentare rein, wenn ihr das noch wisst. Auf jeden Fall haben wir alle gedacht, wow, Schalke 04 wird richtig was reißen. Und naja, das war dann leider nicht so. Also ich bin mit dem Fanclub dahin gefahren und richtig guten Leuten. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, das Spiel. Ja. Das glaube ich ja gerne, dass das Spaß gemacht hat. Ja, die Saison vorher, wenn die Spiele vorher waren gemischt, waren nicht super. Also wir waren wahrscheinlich so weit oben, weil die anderen Vereine auch scheiße gespielt haben, aber trotzdem waren einige Siege dabei. Ja, alle Freiburg, gut, naja, gegen Frankfurt gewonnen und ja, gut, gegen Union 3-0, ne? Ja, genau, nachdem wir 3-0 oder 0-3 gegen Bayern verloren hatten. Also das war eine schöne Zeit, aber das, ja, dann kam Corona. Jo, genau. Kommen wir gleich auch noch zu. Genau, was wir aber auch wirklich dann noch hatten, also nach dem Sieg, also wir haben deutlich vor Corona, haben wir schon angefangen mit den ganzen Niederlagen und den ganzen Unentschieden. Also es ging ja schon echt los. Das war am 27.01. nochmal eben 5:0 frisch gemacht worden sind von den Bayern. Und das ist eigentlich auch nicht normal gewesen. Und das war, glaube ich, ein extremer Nackenschlag auch für die Mannschaft. Genau. Vorher wurde übrigens noch Nabil Bentaleb an Newcastle United ausgeliehen und Jonas Karls an Viktoria Köln, sehe ich gerade. Genau. Das auch nochmal als Hintergrund. Nabil Bentaleb, offensichtlich war das eine gute Maßnahme damals. Hat er sich denn da benommen? Ja, die haben tatsächlich noch überlegt, ihn zu verpflichten. Aber ja, haben es nachher nicht gemacht. Vielleicht wollen sie noch. Wenn vielleicht sagen wir denen, pass mal auf, wir geben euch noch einen schönen Kuchen dabei. Dann nehmt ihr doch. Nehmt, ja. Ja. Naja. Ja. Dann ging es eigentlich los. Ja, wie In gesagt, Anführungszeichen. 0:5 in München, Felsenmeer sagt es auch gerade. Genau. Das war echt, echt nicht gut. Lottner hat gerade abonniert, sehr cool. Dankeschön, Lottner. Cool, dass du mit dabei bist. Jo, genau. Dann gab es nochmal ein Remis 0:0 gegen Hertha BSC. Und dann gab es direkt danach, das war eine englische Woche, gab es den Einzug ins Viertelfinale, sogar noch im DFB-Pokal. Da haben wir nochmal gegen Hertha BSC gespielt und nochmal gewonnen. Da war die Schalker Welt auch wieder halbwegs gerade gerückt. Trotz 5:0 Niederlage gegen Bayern. Also. Ja, seltsam, ne? Dass wir es da noch einmal geschafft hatten. Ich verstehe nicht, also ehrlich gesagt, ich habe keine Antwort darauf, was mit der Mannschaft so passiert. Oder sind alle anderen so viel besser geworden? Oder ist es wirklich Corona? Wenn ich mir die Ergebnisse dann angucke, das ist ja nur ein Trauerspiel. Das stimmt. Dann gab es nochmal ein 5:0 gegen RB Leipzig, haben wir damals verloren. Gegen Köln haben wir 3:0 verloren. Gegen Köln. Ganz, ganz wild. Ja. Und dann ab dem 7.3.2020 war es Corona, der Coronavirus, das erste Mal Thema auf Schalke. Am 7.3. Gegen Hoffenheim. Genau. Da hatten wir das Spiel gegen Hoffenheim und danach ist der Coronavirus das erste Mal Thema geworden. Da hieß es noch, ja, alle müssen sich die Hände desinfizieren, wenn sie ins Stadion gehen und sowas. Kannst du dich noch dran erinnern? Naja, ich bin zwar nicht ins Stadion gegangen oder Ja. konnte, aber ja, kann ich. Daran kann ich mich erinnern. Und Ist es ja, da auch dann. in Amerika so gewesen, dass alle erstmal so, ja, mal gucken, erstmal beobachten, mal gucken, was das so wird und plötzlich mit einem Mal ist einem das so krass bewusst geworden, was da eigentlich passiert.
Naja, also unser superschlauer Präsident hat ja immer gesagt, ne, das ist in 2 Monaten redet da kein Mensch mehr drüber. Die haben das nicht ernst genommen, also überhaupt nicht. Private Unternehmen dann doch schon. Also dann wurde schon, und die Gouverneure haben sich dann auch über Trump hinweggesetzt und haben halt schon Maßnahmen dann langsam angefangen. Also wir mussten schließen für 3 Wochen, aber das war alles. Und danach konnten wir keine Großveranstaltungen mehr machen, also keine größeren Shows. Das war aber auch da alles. Das war alles. Ja. Deswegen, ja, wird es auch jetzt wieder schlimmer. Ja, genau. Also wie gesagt, ich weiß noch, es hieß erst so, ja, das hörte man immer nur so aus China, ne? Aber wo man gedacht hat, Coronavirus, aha, ja, irgendwie sowas ist da jetzt gerade in China. War ähnlich wie mit den anderen. Ah, wie hieß das Ding denn nochmal? Ebola in Afrika. Haben wir auch immer gedacht, ja, okay, ist halt irgendwie was in Afrika, ne? Und dann plötzlich wurde einem das so bewusst, weil es in der kompletten Welt ja, losging mit den Infektionen, ne? Ja, das ging dann relativ schnell. Natürlich jetzt, ja gut, jetzt wird's, ist es wieder politisch. Also Wuhan oder so, da war ja auch eine amerikanisch-europäische, also die World Health Organization hatte da ja, die Weltgesundheits, bla bla bla, hatte da also stark gearbeitet. Das war das erste Ding, was der Trump geschlossen hat, wo er die ganzen Finanzen zurückgezogen hat. Deswegen sind aber so Sachen wie Ebola und so weiter, die wurden halt erforscht und da wurde mitgearbeitet. Deswegen ist es nie so schlimm geworden. Corona ist das erste Mal, dass eben speziell für die Vereinigten Staaten, ja, man hat es einfach ignoriert. Und das passiert dann eben halt. Ne? Hat der schlaue Herr Trump super Arbeit geleistet. Ja, ist ja de facto so gewesen. Ja, Ja. genau. Okay, Stefan kommt gerade rein. Wie seht ihr die Pressekonferenz mit unserem neuen Trainer? Ich bin nur noch desillusioniert und frustriert. Aber wir haben eben zu Anfang des Streams schon mal drüber gesprochen. Und zwar haben wir gesagt, dass, habe ich zumindest auf jeden Fall gesagt, dass er sich gut verkauft hat, muss ich ganz klar sagen. Also er ist ruhig gewesen, er hat ein paar gute Aussagen getätigt, aber was das nachher bedeutet, Stefan, wir wissen es nicht. Wir können uns auch nur noch das anschauen, dass das Spiel auf Schalke, das ja Trainer-Wechsel-Dich-Spiel und wir wissen auch nicht, was dabei rumkommt. Das ist wirklich. Ich kann verstehen, warum du so reagierst, definitiv. Verstehen kann ich es auch, aber ich sag nur, man darf den Kopf nicht hängen lassen. Und das ist eine blöde Floskel, ja, aber wir haben ja keine andere Chance. Was hätte passieren sollen? Ja, hätte das, ja, dann, wenn ich höre, okay, Favre, Tuchel, also da sowas kann ich nicht ernst nehmen. Erstmal sind sie zu teuer, zweitens würden die nie klarkommen. Glaube ich. Aber irgendwelche Supernamen und ein Trainer, der sich da hinsetzen würde und sagen würde, das ist alles nur ein fauler Haufen, den werde ich jetzt allen die Hammelbeine langziehen. Das ist zwar showwirksam, aber es wäre sehr, sehr kontraproduktiv, wenn es zu dem kommt, was in Schalke jetzt passieren muss. Also ich finde auch, er hat sich vernünftig und gut vorgestellt und jetzt muss man halt sehen, was passiert. Leider ist es so. Okay, dann wollte ich nochmal mit dir, bevor wir jetzt noch weiter reingehen, ich habe gerade noch einen Kommentar gesehen, ich weiß nicht mehr, wer es noch geschrieben hatte. Auf jeden Fall hatte jemand geschrieben, dass es dann nochmal losging mit den ganzen Torwartfehlern. Auch ein ganz großes Thema letztes Jahr. Wir hatten ja den Markus Schubert und den Alexander Nübel und die haben sich beide wirklich gar nichts getan in Sachen Torwartfehler. Ja, ich glaube, meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, Alexander Nübel, der ist nicht damit klargekommen, als nachdem der Wechsel bekannt gegeben worden ist, dass er ja noch weiter auf Schalke spielen muss. Da ist er nicht drauf klargekommen. Also er ist nicht einfach nicht mit den Reaktionen der Fans klargekommen. Hat der nicht auch so einen Karate-Kick da hingelegt, der Nübel? Ja, genau, stimmt. Ja, wie der Ja. Kahn. Wollte sich damit nochmal vorstellen, beim Kahn schon mal einschleimen oder wie?
Genau. Ganz übles Foul. Ich glaube, fünf Spiele Sperre oder so hat er dafür bekommen, ne? Boah. Ja, so schön Karate-Kind, genauso wie der Kahn hat es ja auch mal gemacht. Der hat aber auch gebissen. Ja. Um Gottes Willen, ey. Ja. Ja, und dann war alles am Arsch. Absolut. Ja, Aber und also. Markus Schubert ist dann ja ins Tor gekommen. Er hat ja die ersten Spiele, glaube ich, ganz gut gehalten. Aber dann irgendwann kam er auch wieder ins Flattern rein. Und ich glaube, es lag daran, David Wagner hat sich ja damals für ihn entschieden als neue Nummer 1, nachdem Alex Nübel gesagt hat, er geht zu den Bayern. Ich glaube, Markus Schubert ist in dem Moment einfach bewusst gewesen, dass er nicht unbedingt aus sportlichen Gründen die Nummer 1 ist. Und hat deswegen, weil er Alex Nübel noch im Nacken sitzen hat, aber das ist natürlich alles Spekulation jetzt, was ich hier laber. Ja, und hat deswegen die ganzen Fehler gemacht. Ist meine Überzeugung, wie gesagt, glaube ich, dass sowas mal passieren kann. Ja, Verstehst du, wie ich meine? für einige haben auch gesagt, das wäre, weil er noch so jung ist und nicht vorbereitet, mit dem Druck nicht klarkommt. Das sind aber immer Standardaussagen. Ja. Ganz ehrlich, wenn jemand, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie alt der Schubert ist oder war zu dem Zeitpunkt, oder so lange her ist es ja nicht. Aber ganz ehrlich, also wer zum Ziel hat, ganz oben mitzuspielen, also wer da dann zu nervös ist, und weiß ich nicht, dann ist das vielleicht, würde ich sagen, das ist der Beruf verfehlt. Obwohl es ist Ja. natürlich auch ein Riesendruck, gerade in Schalke. Gerade wenn du ein scheiß Spiel machst und du wagst es, vor die Tür zu gehen, zum Bäcker oder was weiß ich, wo du hingehst, dann musst du ja, dann wirst du ja, also du bist ja frei wild. Also ich weiß es nicht. Aber naja. Es ist nicht einfach als junger Torhüter, das ist schon richtig, genau. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es einfach eine Rolle gespielt hatte, dass er dann plötzlich die Nummer 1 war, sich behaupten musste und er einfach noch einen anderen Torhüter noch im Nacken hatte, der, ich glaube, von der Qualität her muss man, glaube ich, nicht, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, dass ich sage, Alex Nübel ist schon echt guter Torwart gewesen, nicht umsonst auch zu den Bayern gegangen. Ja, und wie gesagt, wenn du dann einfach da hingesetzt wirst und gesagt wird, du machst das jetzt so, dann würde ich mir auch überlegen, ach ja, bin ich denn jetzt gerade der Richtige oder gehört da nicht doch jemand anderes vielleicht auf meine Position, weißt du? Deswegen, ja. Ist möglich, aber auf der anderen Seite, wenn ich ein junger Torhüter wäre, dann wäre ich ja darauf erpicht, mal eine Chance zu kriegen und mich dann zu Ja, zeigen. das Also, stimmt. da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die psychologische Stärke oder die mentale Stärke, wie man untereinander da, wie war er im Training, hat man schon gesehen, dass er ungefähr die gleiche Qualität hat wie der Herr Nübel oder was weiß ich. Aber das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ein Torwart ist natürlich auch ein undankbarer Job. Also, wenn er reingeht, da guckt natürlich alles, guckt nur auf dich. Und du fühlst dich auch immer schuldig. Egal, ob die Abwehr einen kompletten Fehler gemacht hat, du als Torwart denkst du immer, irgendwie hätte ich diesen Ball kriegen müssen. Und wenn das ein paar Mal schief geht, dann zweifelt man nicht an der Abwehr oder an der Mannschaftsleistung, da zweifelt man an sich selbst. Stimmt. Ja. Das stimmt allerdings. Okay, dann haben wir. Ach so, oh, noch mal kurz. 10.3. Ralf Fährmann wird ausgeliehen zu Brann-Bergen. Das ist zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt auf jeden Fall gewesen. 10.3. Er war damals aber auch schon ausgeliehen. Er war ja vorher bei Norwich. Und ja, Norwich hat dann gesagt, nee, oder ich weiß nicht, Ralle hat wahrscheinlich von sich aus gesagt, er möchte doch nochmal wieder wechseln. Jedenfalls ist er dann zu Brann-Bergen gegangen. Kurz nachdem der Coronavirus, wie gesagt, ne, sprich Hände desinfizieren etc. pp., das erste Mal Thema wurde. Wie siehst du Ralle mittlerweile? Sag mal, wie würdest du ihn einschätzen? Was ist Ralle Fährmann für dich für einen Spieler? Also einer, den ich, das heißt schon mal was, einer, den ich definitiv kenne und einen, den ich auch schätze. Mhm.
Es gibt vielleicht bessere Torhüter weltweit, aber es ist nicht immer, es kommt nicht immer auf die statistischen oder auf die körperlichen Werte an, es kommt auf die Werte an, die ein Typ in die Mannschaft einbringen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, im Augenblick ist er der Einzige, woran ich noch so wirklich festhalten kann, wenn es um Schalke geht. Also für mich ist er wichtig, und er macht auch einen guten Job. Ne, keinen überragenden, er ist jetzt, ne, aber für mich ist er schon wichtig. Ja, naja, wie er schreibt, Ralle wohl nicht mehr Top 10 der Bundesliga. Ne, weiß ich nicht, ob das so wahr ist, aber für mich ist er schon wichtig und ich finde auch gut, dass er bleibt und tut, was er kann. Ja, also ich habe ja auch schon öfter meine Meinung zu Ralf Herrmann ra rausgelassen. Für mich ist es nach wie vor einer der besten Torhüter in Deutschland und das werde ich auch nach wie vor weiterhin so sagen. Das Einzige, was mir aktuell wirklich fehlt, und das sagen ja auch viele Schalke-Fans, ist so ein bisschen, ja, dass er sich nicht frei machen kann von der Situation, dass er nicht seinen Vorderleuten aktuell nicht in den Arsch treten kann, dass er ja auch im Moment einen 9-to-5-Job macht. Ähnlich wie es ja auch in der Bild-Zeitung beschrieben worden ist. Früher Currywurst bestellt, heute früh nach dem Training nach Hause. Da muss er sich, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Ist eine Sache nur noch kurz dazu. Man kann natürlich ihm auch nicht verübeln, dass man ein bisschen frustriert wird, denn Nö, gar das ist, nicht. wie ich gerade schon sagte, ja, normalerweise kann man sich zumindest mal zu einem guten Prozentsatz auf seine Abwehr verlassen. Und das ist ja gerade nicht so der Fall. Also wenn man als Torhüter dann wirklich da hinten steht und denkt so, jede Sekunde kann irgendeiner durchbrechen, weil irgendeiner rechts, links oder in der Mitte pennt, dann wird das auch sehr, sehr frustrierend. Und weil man dann ja eben derjenige ist, der es ausruht. Wie gesagt, Torwart, der denkt sich dann auch, den Ball hätte ich eigentlich halten müssen oder dies oder das. Es ist echt ein scheiß Job. Also ich möchte nicht haben. Ja. Oder wenn Sané sich mal eben unter einem Ball wegduckt, anstelle ihn wegzuköppen. Ja, darüber aufgeregt. Naja, egal. Okay. Außerdem ab dem 10.3. auch Trainingseinheiten sind nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder waren dann nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das Derby soll ohne Zuschauer stattfinden. Jo, genau. Das war so die Meldung des Tages. Später ist es dann komplett verlegt worden, das Derby. Das war am 10.3. Generell, was sagst du zum Thema Trainingseinheiten öffentlich? Was ist deine Meinung dazu? Ich persönlich finde es klasse. Die sollten sogar im Fernsehen gezeigt werden für mich. Einfach nur, weil ich da die Verbindung zu Schalke noch intensiver spüre und ich das einfach mag, gerade weil ich so weit weg bin. Aber natürlich durch diese ganze Corona-Geschichte macht das schon Sinn, dass man den Leuten sagt, nee, bleib mal schön zu Hause. Speziell, wer geht da viel hin zum Training? Das sind auch viel so die Älteren, die sich vielleicht Spiele nicht leisten oder was weiß ich. Die gehen dann halt da zum Training hin und stehen da mit ihren Kumpels und philosophieren. Und dass die Älteren ja extrem betroffen sind vom Coronavirus, fand ich das schon ganz gut, dass man da irgendwie versucht hat, das zu limitieren. Ja, ich lese gerade einen Kommentar von RealLife66. Fährmann ist für mich ein Zweitligatorwart. Ja, wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich null nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber da ja, ich habe die Themen habe ich fast täglich hier auf dem Kanal. Das ist einfach so. Ja, Ja, generell finde ich es er geil. sagt. Ich finde es generell. Schieß los, sag du. Entschuldige, ich muss aber, weil ich das den außerdem peitscht er die Abwehr nicht an wie ein Neuer oder wie ein Kahn. Nach, was weiß ich, 30 Wochen Scheiße, hast du auch irgendwann mal keinen Bock mehr oder siehst, dass es nichts bringt, deine Abwehr anzubrüllen. Ich kann ihn komplett verstehen. Sorry, ich muss das nur mal sagen. Man muss sich mal da reinversetzen. Und jetzt stell dir mal vor, da sind noch 60.000 da. Sind aber nicht. Gott sei Dank. Aber wenn ich als Torwart da stehe, alleine und links und rechts werden Fehler gemacht und ich bin der Idiot, der abends im Bett liegt und einfach nur denkt so, ey, wieso? Ich bin der Torwart, ich darf keinen Ball reinlassen. Irgendwann
Und das ist das Problem, nicht nur mit Fährmann, mit vielen in der Mannschaft. Irgendwann zweifelst du so an dir selbst, dass du nicht mal mehr irgendwas wagst. Und das kann ich dir nicht ankreiden. Ich kann, weil ich bin nicht in der Situation. Ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagieren würde. Ich würde wahrscheinlich gegen den Pfosten treten, würde rausgehen, würde meinem Spieleberater sagen, er kann mir am Arsch lecken und würde nach Costa Rica ziehen. Von daher habe ich Hut ab vor jedem, der sich da noch zwischen die Pfosten stellt, ganz ehrlich. Ja, Fertig. auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich kann es auch nachvollziehen, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ich kann es auch nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt aber auch die Erwartungshaltung als Fan, dass sich das ändert. Bei allen Spielern. Egal, ob das ein Ralf Fährmann ist, egal, ob ich Fan von dem bin oder sonst was. Es muss sich ändern. Es muss ich nenne es jetzt einfach mal 9-to-5-Mentalität, muss, also sprich, direkt nach dem Training duschen gehen, ab nach Hause fahren. Das muss wirklich aufhören. Das muss einfach aufhören. Das erwarte ich auch von einem Ralf Fährmann jetzt. Das ist mir scheißegal, ob ich da jetzt, ob man da Verständnis für haben kann oder nicht. Das muss jetzt aufhören. Das muss einfach aufhören. Ja, Ansonsten. dann, da hilft ja aber kein neuer Trainer, dann brauchst du einen neuen Vereinspsychologen. Auch der Psychologe wird da nichts machen können, glaube ich. Es ist einfach, wie wir schon oft gesagt haben, über Selbstvertrauen kommt das nachher, ne? Ob das, ich glaube, ein Psychologe, das ist auch nur ein weiterer Typ, der sich da hinstellt und mit der Mannschaft redet. Die Mannschaft muss es aber begreifen. Es kommt immer aus einem selbst heraus. Und Ja, da sind wir uns ja absolut einig. Die Frage ist bloß, wie passiert das? nicht von außen, nicht von außen. Wie gesagt, nur in den, es muss in den Köpfen den Spielern muss es Klick machen. Und wie gesagt, von außen können wir einfach nur sagen, ey Alter, es ist Schluss mit Verständnis, beweg deinen Arsch, tu was, finde ich, ist meine Meinung. Wir können noch so viel Verständnis für die Spieler haben, sie müssen ihren Job machen. Ja, klar, das ist richtig. Die Einstellung haben wir, aber haben die. Ja. Die müssen, also die müssen, wie kriegt man das in die Köppe rein? Ja, wie gesagt, das ist für mich. Wie gesagt, vielleicht kriegt Christian Großes hin. Vielleicht kriegt er das wirklich hin, indem er auch wirklich, also sagt Jochen Schneider ja jetzt auch konkret, ne, dass er auch eine harte Hand hat, dass er mit solchen Situationen umgehen kann. Vielleicht bekommt das ja hin. Vielleicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Trainer hat natürlich einen riesen Einfluss. Da muss man schon sagen, der ist so nah an der Mannschaft dran. Ja, also ich hoffe es. Würde ich an Gott glauben, würde ich drum beten. Ja. Das stimmt. Man kann ein Mannschaftsleben vorgeben, sagt Wolfgang. Ja, das kann, sage ich eben, geht nicht. Das muss eben aus der Mannschaft rauskommen. Okay. Also, am 13.03. dann, das Derby wird verlegt und die Bundesliga wird komplett unterbrochen und die Spieler sind ab sofort im Homeoffice. Das hat ja auf Schalke nicht so gut funktioniert mit dem Homeoffice, ne? Also wird zumindest gemunkelt. Weston McKennie soll mit, hat er ja auch danach ja noch gesagt, dass er mit einigen Funden dann auch Übergewicht aus der Pause rausgekommen ist. Ja, war natürlich auch für alle eine neue Situation. Fand ich nur, ja, bezeichnend irgendwie. Weston McKennie sagt einfach, ja, hatte ein paar Kilos Übergewicht, war so. Ja, ist eine sehr unprofessionelle Einstellung. Also wenn ich. Aber es ist ja auch immer einfach, ich kann natürlich leicht reden. Ich sitze hier mit meinem Schokoladenzeug und stopfe das in mich hinein. Aber ganz ehrlich gesagt, ich würde auch anders denken, wenn mir einer so und so viel Millionen im Jahr zahlt, ja, dann würde ich dafür auch, dann würde ich das Ganze etwas ernster nehmen. Und das erwarte ich eigentlich von den Jungs. Ich glaube, dass diese Situation, ich meine, wir wissen ja alle, wie der Lockdown auf uns gewirkt hat, ne? Bei mir persönlich war es auch so. Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht vor dem Lockdown. Ich habe danach, ja, ich will nicht sagen, nur noch im Jogginganzug rumgelaufen oder so. So schlimm war es nicht. Aber ich habe
sehr, sehr viele Sachen eingestampft und ich habe wirklich da psychisch, ja, es hat sich was verändert bei mir, sagen wir es mal so, sagen wir es mal so. Ich glaube, das wird bei einigen Spielern auch der Fall gewesen sein. Ja, schwierig. Bei mir hat sich also außer dem täglichen Leben, vom Geschäft her, hat sich bei mir sonst eigentlich nicht viel erledigt. Also, weil ich bin halt, wir hatten ja nicht so einen harten Lockdown, richtig. Und für mich war es so, wenn ich bin entweder hier in meinem Büro, oder ich bin zu Hause oder ich fahre raus ins Land. Also von daher war mir das relativ schnuppe. Aber für andere, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn du jung bist und dann hast du die ganze Kohle auf dem Konto, dann willst du ja irgendwas damit anstellen. Und wenn man dann zu Hause gefangen ist, ja, was machst du dann? Weiß ich auch nicht. Pizza bestellen und dick werden. Fußballfan sagt, die Bayern-Spieler waren nach dem Lockdown fitter als davor. Es stimmt Tja. zum Teil. Hast du Leon Goretzka gesehen, was der für Muckis gekriegt hat? Unglaublich. Der hat auch zugelegt, aber an den Arm. Ja, aber das ist, ich will ja nichts Falsches sagen, aber Bayern ist auch ein gut funktionierender Verein. Und da sind Leute stolz, da zu spielen, weil die haben auch ihren Stolz und ihre Tradition, aber die haben auch richtig viel Kohle und die haben eine Scouting-Abteilung, die Spieler so zusammenkauft, dass sie auch alle zusammenpassen. Das kann hin und wieder auch mal nicht klappen, aber im Gros, wenn man sich das anschaut, das ist eigentlich so, wie eine Mannschaft funktionieren sollte. Guck dir die mal an und wie die von Bayern und dann gehen wir alle zusammen zum Oktoberfest und bla 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 und Fotos in Lederhosen. Das haut einfach hin. Man kann das eben, man kann das und die Spiele, doch kann man vergleichen. Ich würde auch von den jungen Spielern auf Schalke würde ich auch erwarten, dass sie einen professionellen Gedanken haben und dann dementsprechend auch die Zeit zu Hause nutzen, um sich fit zu halten. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie einfach nur überall her Spieler geholt, die kein anderer wollte. Keine Ahnung, ehrlich, kein Plan. Okay, und am 27.03., das war, warte mal, 11 Tage danach, gab es dann ein sogenanntes Cybertraining. Cybertraining heißt, die haben zusammen trainiert, haben sich per Videoschalte zusammengesetzt und dann hat David Wagner, hat glaube ich, vorgeturnt. Und ja, dann gab es Cybertraining auf jeden Fall. Ja, da mussten sie wenigstens da sein. Das hätte von Anfang an wahrscheinlich gemacht werden müssen. Ja, einmal am Tag wird sich getroffen. Jeder muss da sein, rauf aufs Fahrrad oder was weiß ich. So wie hier die Hausfrauen beim Spinning-Training sich mit ihrem Personal Trainer verbinden über Skype. Ja, so hätte das da auch laufen müssen. Wahrscheinlich hätte sogar der Mannschaftskoch rumfahren müssen und essen auf Rädern. Hier, da ist eure. Und in einer halben Stunde geht's dann aufs Fahrrad. Naja, aber so ist es ja dann auch gelaufen, ne? So war es dann ja auch nachher. Aber wie gesagt, auch erst, ja, was ist das? 14 Tage danach auch erst. Da kann man mal sehen, wie wenig, was das für eine Situation war, ne? Wie wenig man da auch drauf eingestellt war, wie lange das gebraucht hat. Im Endeffekt, ich meine, wir sehen es ja an uns beiden, wie lange dauert das, dass wir beide uns vernetzen. Der eine in den USA, der andere in Deutschland. So, wir müssen ja eigentlich nur wissen, wie es geht, ne? Aber wie gesagt, Schalke hat da 14 Tage wirklich gebraucht, um die Spieler alle miteinander zu vernetzen. Und da, das verstehe ich, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Also die haben mit Sicherheit in der Zentrale Netzwerktechniker, und man braucht kein Netzwerktechniker zu sein, um den hier habt ihr alle, das kann sogar ein gebrauchtes, älteres, 2 Jahre altes iPad gebraucht für 100 Euro sein, ja. Da ist Zoom drauf. Wir machen das so, wir müssen die Trainingseinheiten einhalten. Also das ist wirklich sowas von einfach, sowas zu machen. Und wenn selbst da gepennt wird, obwohl man natürlich sagen könnte, du bist Fußballspieler, das ist deine Karriere, du möchtest deinen Lamborghini auch versichern können nächstes Jahr, also streng dich an. Aber anscheinend scheint das nicht zu funktionieren. Ja.
Jo, und am 27.03. gab es dann auch den ersten Gehaltsverzicht. Und zwar bis zum 30.06.2020 haben die Spieler dann auf Gehalt verzichtet. Die Summe habe ich jetzt nicht nochmal wieder rausgesucht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber auch daran sieht man, wie besonders die Situation auf jeden Fall ist. Und ja, genau. Also vorher hatten wir darüber gesprochen. Alexander Jobst und Peter Peters, die sind ja in die, hatte ich da gerade drüber gesprochen, in eine Pressekonferenz gegangen und haben gesagt, ja, dass es letztendlich um die Existenz von Schalke 04 geht. Da war ich sehr erschrocken, muss ich sagen. Da war ich wirklich sehr, sehr erschrocken nach dieser PK, weil ich das so noch nie erlebt hatte. Und ja, war ich auch nicht sehr stolz darauf, dass mein Verein ausgerechnet der erste ist, der sich da nach außen traut und sagt, wir saufen hier gerade ab. Ich weiß auch, Peter Peters sagte, und Peter Peters hat sich da hingesetzt und hat gesagt, und es liegt an dem Virus. Es liegt an dem Virus. So nach dem Motto, wir sind da nicht dran schuld. Wir haben also unsere Verbindlichkeiten, die haben nicht wir aufgebaut, sondern ja, die kamen woanders her. So kam es mir halt vor. Hat Die er haben natürlich das, die wörtlich nicht so gesagt, aber ja. Die haben sich mit Eintrittsgeldern und Fernsehgeldern haben die sich von Spieltag zu Spieltag gehangelt, nachdem alles den Bach runterging. Und wieder Audi Star Talk, da hat er schon gesagt, ja, dass heutzutage, dass selbst da schon Gehälter nicht mehr pünktlich gezahlt wurden, hat Assauer gesagt. Und dann wurde natürlich die Luft immer dünner, immer dünner. Und dann kommen die Fernsehanstalten, die sagen dann auf einmal, ja, Bundesliga-Pause, keine Fernsehgelder, dann wird für die Zeit nicht gezahlt und dann wird das nicht gezahlt. Und ach, ja, und wenn man sich dann nur mit Eintrittsgeldern noch so gerade eben über Wasser hält, dann ist das aber nicht die Schuld vom Coronavirus, dann ist dann das die Schuld derjenige, die die finanzielle Planung machen. Ja. Ja, ist so, ist so. Deswegen, wie gesagt, also ich finde, das hat sich für mich so angehört, okay. Aber das war ja auch der Anfang vom Ende dann nachher von Peter Peters selber. Der hatte ja dann auch irgendwann das Weite gesucht. Ja. Ja, Okay. richtig. Okay, was haben wir noch? Am 28.03., ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist Schalke in der Bundesliga Home Challenge angetreten, das erste Mal. Sagt dir das was? Das, nee, das sagt mir nichts. Schalke ist im E-Sport quasi, hat mit Nassim Bujelab und mit dem E-Sportler, den Schalke auch da hat, mit dem Tim Latka zusammen an den Start gegangen. Gegen andere Bundesliga-Vereine haben die dann ja, FIFA gegeneinander gezockt. Ja, dann weiß ich auch genau den Grund. Das, ja, nee, das interessiert mich nicht. Interessiert dich auch nicht. Okay. Ja, jedenfalls, Nassim hat sich da herausgestellt, dass er ein echt guter FIFA-Spieler ist. Richtig stark. Richtig guter Typ. Ja. Das ist super. Alles Das ist doch. gewonnen. Genau. Jo, und am 31.03. ist dann beschlossen worden, dass der Spielbetrieb bis zum 30.04. insgesamt ausgesetzt worden ist. Also nochmal, ja. Da war spätestens dann war für alle klar, okay, das wird eng diese Saison. Das wird eng. Ja. Ja, dann, ja, das sind alles diese Todesstöße, die man kriegt, wenn man finanziell nicht vorbereitet ist. Und das verstehe ich nicht. Ein Verein wie Schalke 04, ich bitte dich, ey. Wie man so misswirtschaften kann, das ist, für mich ist das unglaublich. Ich denke, was würdest du sagen? Woran hat es gelegen? Warum hat Schalke über die letzten 20 Jahre so viele Verbindlichkeiten aufgebaut? Was ist so der hauptausschlaggebende Grund? Was deiner Meinung nach? Einige Gründe. Natürlich wurden einige Schulden aufgebaut, um ein Team zusammenzustellen, das Ziele erreichen sollte, die sie nicht erreicht haben.
Und dann fehlten halt, wie immer auch da, deswegen, ja, gut, man kommt nicht in die Champions League, dann fehlt halt eben die ganze Kohle, aber Gehälter und alles Mögliche müssen weitergezahlt werden. Dann hat man angefangen, nicht mehr, wie sagt er so schön, Härten und Gladbeck einzubeziehen. Nee, man hat halt Spieler angefangen zurechtzukaufen. Aber das ist die Sache mit der, die Identität des Vereins wurde Stück für Stück zerstört. Also sie ist in unseren Herzen ist sie nicht zerstört, aber wenn es dazu geht, also vereinspolitisch, wurde sie zerstört. Und ja, es werden irgendwie, keine Ahnung, es sind immer nur Leute da, die irgendwie die Kuh melken, aber keiner, der die Kuh auch füttert. Das ist schön. Und Okay. das wurde Stück für Stück immer schlechter. Ja. Je mehr, also, wenn man zum Beispiel, und auch nach außen hin, es wurde einfach nicht genug getan, dann, obwohl da bin ich eigentlich auch gegen, aber wenn man zum Beispiel nach Dänemark fährt, die einzigen Schals, die da hängen, oder zumindest als ich da war, ist alles nur Manchester United. Manchester United ist überall. Überall, alles ist Manchester United. Und wenn man mal was Deutsches sieht, ist es Bayern München. Also wie Coca-Cola, ja. Wenn es dir gut geht, musst du noch mehr ins Marketing stecken. Aber man darf die eigenen Fans zu Hause nicht vergessen. Und man sieht, wie wichtig die sind, wenn sie auf einmal nicht mehr da sind. Und ich glaube, das war für Schalke auch ein Riesenproblem während Corona, dass dieser 13. oder der 12. Mann dann eben gefehlt hat. Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Ich glaube auch, so wie du es jetzt zu Anfang jetzt gerade auch nochmal gesagt hattest, dass auf Schalke, ja, das ist eigentlich ein Rattenrennen war, was stattgefunden ist. Immer, ja, immer mehr Einsatz, immer höher, schneller, weiter. Aber naja, da muss auch gut investiert werden, sonst wird das halt nichts, ne? Ansonsten, ich glaube, das ein oder andere Mal ist halt schlecht eingekauft worden einfach. Und man wollte, glaube ich, auch ein Stück weit alles immer auf einmal. Weißt du? Ja, es ist auch sehr schlecht verkauft worden. Ich bin nicht aus Gladbeck, ich bin geboren in Datteln. Nur mal ganz kurz wollte ich das Mhm. beantworten. Ich weiß, es ist immer dasselbe, wo man darüber redet, aber wenn ich mir die Bayern-Mannschaft angucke der letzten Jahre, dann ist so die Hälfte aus Schalke fast. Also Mhm. das Ding mit so Rafinha, Goretzka, die ganzen Leute war man nicht in der Lage zu halten. Und mir kann keiner erzählen, ja, das ist, weil das Ruhrgebiet ist, will man nicht so gerne wohnen, ist ja alles so dreckig, Blödsinn, ja. Geh mal Haltern, oder hier Kemnader Stausee, da Witten, es gibt wunderschöne Orte, wo man im Ruhrgebiet echt astrein und super leben kann. Also das kann es für mich nicht sein. Ich weiß nicht, da wurde, seitdem Astauer weg ist und seitdem, ja, man hat halt keine Spieler mehr halten können. Und Spielerberater, die sind natürlich ganz übel. Okay, also du meinst die Spielerberater. Ich weiß ja letztendlich, wie du's meinst. Du meinst, die Spielerberater halten ihre Spieler daran an, möglichst schnell zu wechseln, damit die Spielerberater schnell auch Geld dran verdienen können. Und mehr Geld für neue Verträge. Und das ist ja so, der Spieler ist ja jetzt schon, wenn man eine Identifikationskrise hat oder Identitätskrise, dann ist der Spieler eh ja schon nicht mehr so ganz nah am Verein. Der Spielerberater hat mit dem Verein gar nichts am Hut. Der interessiert sich überhaupt nicht. Der sieht nur seinen Kontostand. Und der beeinflusst den Spieler, das zu machen, was für angeblich für seine Karriere, aber eigentlich doch eher für den Geldbeutel des Beraters am besten ist. Jo. okay. Ich guck mal gerade, was ihr noch geschrieben habt. Mario schreibt. Achso, hör mal, eben war noch ein Kommentar, da wollte ich noch drauf eingehen. Bam, bam, bam,
Die letzte Rückrunde war ein. Kesti Nö. könnte mal erklären, warum er genau in der Phase auf die Idee gekommen ist, einen YouTube-Kanal zu machen. War erst später. Kann ich dann ja beim nächsten Mal drüber erzählen. War nicht so. War später. Deswegen. Okay. Heutzutage ist eine Ausgliederung unumgänglich. Sind wir mal ehrlich, ein EV ist toll, aber nicht mehr zeitgemäß. Nur dann sind wir noch konkurrenzfähig, sagt Mario. Gut, haben wir eben auch schon drüber diskutiert, ne? Ist, ja. Können Ja, wir. glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht dran. Also wie gesagt, es geht darum, wirklich auch sinnvolle Dinge mit dem Geld anzufangen. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, der jetzt aktuell, ein aktuelles Beispiel ist natürlich Hertha BSC, die einfach mal 374 Millionen zugesteckt bekommen haben von dem Lars Windhorst. Die stehen jetzt auf Rang 14. Also wir haben auch nur 7 Punkte mehr als wir oder so. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte es sind, aber Geld alleine bringt es dann nicht. Ja. Nö, davon laufen die Leute. Wie gesagt, unser Kader ist ja erstmal Grüße nach Datteln an. Hier hat gerade jemand geschrieben, dass er auch aus Ah ja. Datteln kommt. Geld alleine bringt es nicht. Die Einstellung der einzelnen Spieler, die muss stimmen. Und die Einstellung ist ja, wir haben ja das Spiel gesehen gegen Bielefeld. Bielefeld hat für die Verhältnisse richtig reingehauen und ja, Schalke eben nicht. Also, als ob denen dann egal wäre. Ja gut, dann steigen die halt ab. Ich hab eine Ausstiegsklausel. Ich kann den Verein verlassen, wenn wir, falls es in die zweite Liga geht. Also interessiert es mich nicht. Dann gehe ich halt woanders hin, nach Katar oder was weiß ich, wo sie mir allen möglichen Kram bezahlen. Jo. Jo. Hertha hat einfach mal so eine Viertelmilliarde Euros verbrannt ohne Wirkung. Ist zu früh noch, um das wirklich beurteilen zu können, würde ich sagen. Haben die vielleicht Schulden damit gestopft? Also Hertha? Ich weiß jetzt nicht, wie Hertha finanziell dasteht, aber vielleicht haben sie ja auch damit einige Löcher gestopft, die Ja, sonst viel liegt auf größer der hohen geworden. Kante. Viel liegt auch auf der hohen Kante. Also, da bleibt es einfach nochmal abzuwarten, wie die nachher da rausgehen aus der Geschichte. Aber aktuell, wie gesagt, Rang 14 haben die sich auch anders vorgestellt. Die haben Mateusz Kunja haben die verpflichtet, unter anderem. Ja, wir werden sehen, wo Hertha landen wird. Apropos Hertha, schaut euch gerne nochmal das Video an mit dem. Mit dem guten Flokes23, der von One Football, Ex-One Football, muss ich dazu sagen, kam heute ein Video hier auf diesem Kanal. Checkt das gerne mal aus. Ist echt gut geworden. Geht um das nächste Spiel gegen Hertha, aber auch um solche Themen wie Ausgliederung haben wir auch drüber gesprochen. So ein wirklich sehr, sehr gutes Gespräch mit ihm. Jo. Jo. Wann sehen wir euch wieder? Fragt Agabus. Mal so, mal so. Ne? Ich glaube, wir beide sind da relativ spontan, was das angeht. Ich habe heute noch, da war Agabus Stimmt. auch drin im Stream. Ich war heute im Stream von Andreas drin und wir haben heute erst ja, darüber gesprochen, dass ja, Andreas mich nochmal wieder besuchen kann in meinem Stream. Und ja, so spontan kommt das manchmal zustande. Ist so, ganz so viel geplant möchte ich ja ehrlich gesagt auch nicht meinen, oder ganz so viel möchte ich meinen Kanal auch nicht planen, einfach damit ja noch genügend Möglichkeiten für Überraschungen noch da sind. Spontanität. Wir brauchen Genau. Spontanität. Genau. Ja. Am 2.1. hätte ich dich ja gerne dabei gehabt, aber da bist du noch mal wo? In Michigan, oben in Torch Lake. Porch Lake. Ganz, Cool. ganz oben im Norden, fast im Zentrum, wo die großen Seen zusammenkommen. Motorschlitten fahren. Also mit diesen Motorschlitten-Dingern da. Jo. Oh, da habe ich gerade was. Egal. Jo. Der Neuruhrer. Ups. Ich finde immer schön, wenn der Neuruhrer auftaucht hier. Der Neurora. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen,
Oki sagt, was diskutiert ihr über Hertha? Kehrt erstmal in eurem Verein. Schon witzig, das Hertha-Bashing von den Schalkern. Also erst einmal, welche Vereine wir hier bashen, das entscheiden wir. Und war das echtes Bashing jetzt gerade? Also Überhaupt bitte, nicht. gar nicht. 0,0. Also was weiß Nein. ich, was du gehört hast, Oki. Finde ich jetzt auch, nö. Ich hab auch nur gesagt, was die machen, ist wahrscheinlich richtig. Die wollen einfach nur in der Liga bleiben. Und wenn das Geld auf der hohen Kante liegt, dann ist das eine gute Sache. Die müssen erst mal gucken, wie sich alles mit Corona und so weiter entwickelt und können dann investieren. Wahrscheinlich haben sie auch einiges mit dem Geld, haben sie einige Löcher gestopft. Und das war überhaupt kein Bashing. Bashing sieht bei mir ganz anders aus. Ah, okay, meinte Chat offensichtlich, das sehe ich gerade. Hat er gerade geschrieben. Okay, alles klar. Bis entlastet, okay. Bis Oh, entlastet. ich habe schon einen Herzanfall gekriegt fast hier. Gott sei Dank. Der Ich ist habe mir. vier YouTuber, ich habe vier Subscriber schon verloren. Ich kann nicht noch mehr verlieren. Oh, apropos, abonniert mal bitte gerade den guten Schalker Botschaft. Ganz wichtig. Oh, danke. Wir wollen. Nein, jetzt ernsthaft, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr ihn gut findet, dann abonniert ihn auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel Spaß hier zusammen auf dem Kanal haben. Also, wie gesagt, wenn ihr mich abonniert habt und ja, abonniert ihn auf jeden Fall. Also, ihr unterstützt uns beide damit quasi. Danke sehr. Deswegen, Dankeschön. machen, machen, machen. Okay, na komm, eine Frage beantworten wir noch. Die steht, wo seht ihr denn Schalke am Ende der Saison? Keller und Kesti? Ich glaube, du wirst gerade verwechselt mit der Keller. Aber nein, wo Ich sehen bin wir nicht der Schalke Keller. wo sehen wir Schalke am Ende der Saison aktuell? Was ist Ja, ganz dein. klar, Champions League, ne? Ja. Könnte noch gehen, ne? Wie viele Punkte sind noch zu verteilen? Weiß nicht, 18 mal 3. Nee, Quatsch, Blödsinn. Oh mein Gott. Also, ganz klare Aussage, wir beschaffen den Klassenerhalt. Mehr sage ich mittlerweile Ja, auch nicht mehr. Ich habe genau. zu Anfang der Saison, habe ich gesagt, Schalke wird Siebter. Also meine Prognosen, verlasst euch nicht drauf. Aber auf diese lege ich jetzt aber Wert. Klassenerhalt ist noch drin. Ja, da gehe ich absolut konform mit. Ja. Bitte. Okay. Sehr cool. Okay. Geil, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. 171 Zuschauer gerade. Absoluter Wahnsinn. Wir sind hier zwischen den Jahren. Und ihr seid trotzdem da. Danke dafür. Unglaublich. Lasst gerne nochmal ein Abo da. Lasst gerne natürlich auch bei Schalker Botschaften ein Abo da. Gerne nochmal den Daumen nach oben gerade drücken. Und jo, danke, dass ihr da mit dabei gewesen seid. Und danke dir Ja. auch, Andreas. Und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und euch, dass ihr auch dabei wart. Perfekt. Perfekt. Okay, macht's gut. Glück auf. Alles klar, tschüss. Ciao.